Konter, die sind's eben. Ramon German hat gesagt, wir treffen auf eine der besten, wenn nicht die beste Umschaltmannschaft der Liga. Dann haben sie halt gerade über Ceylan, über Albrecht, über Yahyayan und allen voran auch As Ibrahima Diakite. Wahnsinnig schnelle Zielspieler für die Konter und das ist Grüttner. Und er trifft, glaube ich, den Pfosten, nachdem Nakeel Gomez schon verpasst hat in der Mitte. Hier Rinaldi tankt sich durch, hat dann ein bisschen Glück, dass sich da zwei Mann über den Haufen rennen rechts. Reingabe, Gomez flutscht vorbei. Ja, und es ist der linke Pfosten und die... Und immer wieder über die linke Seite, das ist Thermann und der Ball kommt an bei Marcel Sökler. 1:0, 12. Minute, das hat nicht lang gedauert. Und ich wollte erst sagen, die nächste ungenaue Hereingabe von der rechten Seite hier von Thermann. Und er sieht so aus, als würde er versanden, aber da ist da ein riesiger Platz zwischen den Ketten. Die Sechserposition völlig unbesetzt bei den Gästen. Aber das Problem haben beide Mannschaften. Also auch ein Freiberger könnte da hinten mal wegrutschen. Dafür bräuchte es aber mal einen langen Ball. Der kommt hier auf Grüttner, kein Abseits. 2:0 für unseren SGV. Marco Grüttner, Saisontor Nummer 28. Ein langer Ball. Grüttner setzt sich hier stark ab. Chiurazzi verliert ihn komplett aus den Augen. Obuka verschätzt sich. Das ist auch zu Recht kein Abseits. Da passt die Abstimmung wieder überhaupt nicht in der Villinger Hintermannschaft und so setzt hier das 2:0. Ja, und da regt sich Obuka zu Recht auf. Und jetzt ist mal richtig viel Platz da für Zinram. Der nimmt links Mauersberger mit und Ibrahima Sie mit einer Riesenparade hier in der 60. Minute. Da haben sie mal ganz schnell das Spiel gemacht. In der Überzahl auf rechts. Dann ist links Mauersberger Mutterseelen alleine. Und Ibrahima Sie in Handballmanier fährt das linke Bein. Aber ansonsten gibt's nix. Noch der Villinger Chancenzettel noch leer, aber vielleicht nicht mehr lang. Diakite mit dem ersten richtigen Abschluss der Villinger. Kommt hier direkt der Anschlusstreffer. Und das war das, was ich die ganze zweite Halbzeit hier schon runterpredige. 2:0, blödes Ergebnis. Auch wenn Villingen nicht den Eindruck macht, können sie trotzdem jederzeit zuschlagen. Und das ist genau das, was hier jetzt passiert ist. 79. Minute. Wer, wenn nicht As Ibrahima Diakite,